Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ausgepackt, der Unboxing-Rubrik hier auf gregs-rpgheaven.de, wo ich entweder Spiele, die sich dort, wo mein Finger hinzeigt, in meinem Regal befinden, für euch raushole und vorstelle, was denn so drin und dran ist an den Games, oder Zeug, das mir der Postbote an die Haustür gepackt hat, für euch hier entkleide und ein klein wenig was drüber erzähle. Heute wollen wir uns einem Trio von Spielen widmen. Ich habe sowas ja schon für die PlayStation 2 vor einiger Zeit gemacht, aber normalerweise suche ich ja, wenn ich irgendwelche solche Klassik ausgepackt mache, wo ich dann Spiele aus dem Regal mit rausnehme, ein Bindeglied, sozusagen sind das Spiele aus einer Serie, die man machen kann oder thematisch gleich liegen. Heute möchte ich euch drei kleine Geheimtipps vorstellen von Rollenspielen, die es nur exklusiv auf der PSP in dieser Form gegeben hat. Also Spiele, die ihr in der Form speziell im Westen nur auf der PSP haben könnt und die, ich glaube, zum Teil sogar auch nicht auf dem PlayStation Network zu haben sind. Also da sollte man Ausschau danach halten. Und ja, ich habe drei Rollenspiele mir rausgesucht, die vielleicht nicht jedem bekannt sind. Ich hole sie erstmal alle drei hierher, um sie mal auszufächern und vorzustellen. So, gucken wir mal, wo kriegen wir das mit dem Licht am besten hin, dass es nicht so spiegelt. So, mal Jeanne d'Arc ein bisschen eindrehen. So, das sieht gut aus. Na, diese drei Titel, über die möchte ich heute ein klein wenig quatschen, die befinden sich schon seit Ewigkeiten bei mir im Regal. Und das erste, über das ich reden will, ist das hier. Ich dachte lange Zeit, dieses Spiel heißt Popolo Croix, weil es ein bisschen französisch anmutet. Aber sie sagen es oder sie sprechen es auch innerhalb des Games als Popolo Croix aus, also leider nicht ganz so edel. Nichtsdestotrotz, das war ein Game, das gab es ursprünglich auch auf der PlayStation 1. Ihr seht hier hinten die Verpackung, das ist noch die US-Version. Übrigens, in Deutschland ist es zwar auch rausgekommen, aber ihr seht es an diesem englischen I von der ESRB, For Everyone, freigegeben. Das gab es ursprünglich für die PlayStation 1, war aber nur in Japan geblieben, in der PlayStation 1-Fassung. Und eine coole Sache, was die gerade frühe PlayStation Portable-Ära hatte, war, dass diverse Games, die auf der PlayStation 1 vielleicht nur in den USA oder sonst wo rausgekommen sind, wie Tales of Eternia zum Beispiel, oder eben Sachen wie Popolo Croix, die überhaupt nur in Japan rausgekommen sind, nochmal umgesetzt, remaked wurden und auch in Europa veröffentlicht wurden. Ihr seht hier das US-Handbuch, jetzt zwar nicht so super dick, knapp 33 Seiten, aber auch schön in Farbe und mit relativ vielen Bildern versehen. Popolo Croix ist ein traditionelles Rollenspiel, hier steht auch über 30 Stunden, Exciting Battles, a Classic Story. Der erste Vergleich wäre für mich Breath of Fire 3 gewesen, rein, was so die isometrische Perspektive angeht. Und das Game, ähnlich wie Breath of Fire 3, hat ein bisschen so ein langsameres Pacing gehabt, also fast wie so ein verlorenes Breath of Fire aus einer Paralleldimension. Ich will nicht sagen, dass es qualitativ an die Breath of Fire reinkommt. Also ich habe es damals sehr gerne auf der PSP gespielt, vor allem, weil es für mich so ein lang verlorener Klassiker war, speziell jetzt in der Variante, wo ich es auch mal verstehen kann. In Japan gab es auch Sequels, die gekommen sind, und es ist gerade ein neues Popolo Croix in Arbeit für den 3DS, was Popolo Croix mit Harvest Moon vermischt, was aber nicht so viel Relevanz hat dafür, dass man den Titel hier spielen mag und kann. Ich kann es jedem ans Herz legen, wer jetzt nicht so viel Geld dafür loswerden möchte. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile selten ist oder nicht, aber ich schätze eher nicht. Auf dem PlayStation Network habe ich es bisher auch noch nicht gesehen, aber kann sein, dass ich es irgendwie übersehen habe. Wenn ihr nicht allzu viel dafür ausgebt und jetzt nicht erwartet den größten Klassiker der Genre schlechthin, sondern einfach nur nettes, schönes RPG mit Breath of Fire Styling und Anleihen so zu bekommen und eigentlich einer netten, schön runterreduzierten Geschichte um Prinz Pietro. Hieß er doch, ne? Der Prinz Pietro, der seine schlafende Mutter wieder wecken will und deshalb auf ein großes Abenteuer geht, das ihn weit über die Grenzen seiner Welt hinausführt. Das kann man sich gerne antun. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das nächste Spiel, auf das ich eingehen will, oh, Mütter sind wohl eine Thematik, aber hier, sehr ungewöhnlich. Ich halte es mal so rein. Denn eines der wenigen Spiele, das ein Längst-Cover sozusagen hat, also so sind normalerweise eigentlich die Cover gemacht, aber jetzt hier ist es, dass man umdrehen muss, weil es so gemacht ist, Brave Story, New Traveler, basierend, wenn ich mich nicht irre, auf einer Anime- oder Manga-Serie in Japan gewesen, ist es ein Rollenspiel, wo man die Rolle eines Jungen übernimmt und, ach, wie war das nochmal, er muss...
in die, oh, jetzt fällt auch schon die Disc hier raus, er muss in die große weite Welt reisen, weil seine Mutter ist krebskrank und ist kurz vorm Sterben, irgendwie sowas. Also es hatte so einen richtig traurigen Hintergrund gehabt. Und ja, ich sehe, eigentlich habe ich die Packung neu geholt damals, aber die Halterung der Disc hält schon nicht mehr so gut. Ne? Es kommt davon, wenn das Plastik nach und nach durchgeht. Hier übrigens auch die US-Version, ihr seht es an dem ISRB-Zeichen und hier leider kein Inlay-Design gewesen, aber dafür hat man ein relativ umfangreiches, wieder mit 30 plus Seiten Handbuch und farbigen Seiten hierhin. Ja, es hat auf jeden Fall eine eher traurigere Bewandtnis, also ich müsste mich nochmal reinlesen, um genau zu gucken, was der Hintergrund der Story war, oder war es, dass sich der Junge dann wegen der Erkrankung seiner Mutter in eine Fantasy-Welt flüchtet und dort gegen Gegner kämpft, um irgendwie sowas um den Dreh ist es gewesen auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern, damals nicht das ganz komplett durchgespielt zu haben, aber einer der ungewöhnlicheren Titel aus der PlayStation Portable-Bibliothek ist er gewesen. Kämpfe hatten so dezente Anleihen. Sehen wir hier irgendwo das Kampfsystem mal? Ich glaube, das habe ich vorhin so überblättert. Hier, ne? Ihr seht so Seitenansicht und so weiter. Ich hatte immer so einen leichten Tales-of- Wipe ein klein wenig gekriegt, aber hey, es kann natürlich auch sein, dass ich das mittlerweile alles schön verkläre und so weiter. Es ist mindestens 7-8 Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Es hat aber auf jeden Fall bei mir auch so einen Eindruck hinterlassen, dass ich gesagt habe, hey, auch wenn du damals nicht die Zeit komplett gefunden hast, um es durchzuzocken, behalt's lieber in der Sammlung, denn A, es könnte selten sein und du könntest nach Möglichkeit eher schwer wieder daran kommen, wenn du spielen willst. Und irgendwas hat bei mir in meinem Hinterkopf dann herumschwingen lassen, wenn es mal soweit ist und du mal wirklich Bock für ein neues PSP-RPG unterwegs bist, das passiert ja ab und zu mal, dass ich sage, hey, das Spiel liegt schon Ewigkeiten bei mir her, lass mich doch mal machen und mal zocken und schon habe ich für eine Woche lang wieder was zu tun. Da ist Brave Story auf jeden Fall auch auf der Shortlist mit drauf. Eine deutsche Version gab es nicht, würde ich jetzt mal sagen, aber da bin ich mir leider auch nicht komplett sicher. Hier eben die US-Version und ebenfalls auch aus US-Version, ja, jetzt merke ich auch gerade alle Spiele, die ich hier habe als US-Version, aber das sollte es auch in Europa gegeben haben, ist folgendes hier. Jeanne d'Arc, basierend natürlich auf der Legende von Joan of Arc, von Jeanne d'Arc, die sich auch begehrt hat gegen die französische Regierung damals und gebrandmarkt wurde und so. Ach, ihr kennt ja die Geschichte sicherlich alle. Aus diesem ganzen Befreiungskampf der Franzosen, der Revolution, hat Level 5, ja, die Macher von Professor Layton, von Dark Cloud, von 3 Milliarden anderen Sachen. Übrigens hier auch ein schön buntes Handbuch und auch, vielleicht sieht man es hier auch ein bisschen, die Designs, die haben so ein bisschen was Layton-eskes oder so leicht dezent und so weiter. Die haben Anime-Strategie-Rollenspiel daraus gemacht. Jeanne d'Arc ist, ja, basierend zwar auf dieser Geschichte, aber mit Anime-Styling und Comic-Styling ausgestattet, ist ein rundenbasiertes Strategiespiel wie Final Fantasy Tactics. Es ist quasi ein Final Fantasy Tactics-Äquivalent, von denen es ja einige Sachen auf der PSP gab, Final Fantasy Tactics selber. Es gab Tactics Ogre als ziemlich cooles Game und etliche andere Sachen, die rausgekommen sind. Jeanne d'Arc, auch eines der Highlights, ein bisschen simpel, wenn ich mich richtig erinnere, für ganz Hardcore-Strategen, die sich speziell in Tactics Ogre breit gemacht haben. Aber ey, Level 5 hat eben so einen gewissen Touch darauf, wie sie Spiele verbauen, wie sie sie an den Mann bringen, wie sie sie vernünftig präsentieren können. Und auch ein sehr einzigartiger Titel, der nirgendwo anders umgesetzt und nochmal neu gemacht wurde. Ich habe damals auch recht viel Spaß gehabt. Ihr wisst ja, für ein Handheld unterwegs, Strategie-Games zum Zocken sind eigentlich perfekt geeignet und vor allem, wenn die Final Fantasy Tactics Version offiziell, die rausgekommen ist, auf der PSP unter Rucklern gelitten hat, das hat hier, wenn ich mich recht entsinne, so gut wie nicht geruckelt. Ja, ihr seht, ein Trio eher unbekannterer PSP-Rollenspiele. Wenn ich jetzt sagen würde, was gefällt mir am besten von denen? Ah, schwierig. Am längsten gespielt habe ich Popolocus tatsächlich. Aber ich würde sagen, am besten insgesamt gefallen hat mir Jeanne d'Arc. Es kann aber auch durchaus sein, wenn ich Brave Story mal ein bisschen länger in Beschlag nehme, dass es dann den Spitzenplatz übernehmen könnte. Schaut euch mal um, ob ihr auf eBay oder auf Amazon und anderweitigen Händlern mal ein Exemplar finden könnt. Und ja, wenn euer Interesse geweckt wurde, dann hoffe ich mal, dass ihr viel Spaß mit den Sachen werdet haben. Wenn ihr die Games schon kennt, könnt ihr euch gerne in den Comments drüber auslassen, welcher der Titel euch hier am ehesten gemundet ist. Das soll es für die heutige Ausgabe von Ausgepackt gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage ciao, ciao, bye, bye und tschüss.